Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Wiesim-Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei zockt Mad Games Tycoon. Wir machen mal eine schnelle Folge hier, weil mir die Zeit ein bisschen wegrennt. Nein, nicht Spiel entwickeln, sondern Auftragsarbeit. So, die sollen das hier mal runterjubeln. Die hier jubeln die anderen Aufträge runter und wir verkaufen davon nichts mehr. Da haben wir aber 1,8 Millionen Abos. Hier machen wir die Ingame-Verkäufe, da ist uns das eigentlich mehr oder weniger auch egal. Und die hier, die können sich mal hinsetzen und können mal schnell ein paar Updates durchlaufen lassen, um so vielleicht die Spiele noch ein bisschen länger am Leben zu halten. Und wenn die hier nichts mehr zu tun haben, können die das unterstützen. Zumindest denke ich mir das so. Ob das dann praktisch auch so funktioniert, werden wir dann sehen. Ja, die sind schon sehr langsam. Wir bräuchten noch ein paar Programmierer. Alles mit einem Wert über 30 sollte da genehm sein. So, die können mal die Entwicklung unterstützen, und zwar die hier. Und die hier, die können auch mal die Entwicklung unterstützen, und zwar die hier. Und der kann mal den Raum koordinieren, und zwar den hier. Und das ist dann 35% schneller, und dann sollte das doch vorangehen. So, Updates. Wir machen ein Spiele-Update hierfür. Ja, geht schon ein bisschen besser. Fehlt noch ein bisschen. Wir packen nochmal die hier dazu. Und nochmal die hier dazu. So, weil wir müssen die zwei Spiele müssen wir am Laufen halten. Das ist ganz, ganz wichtig. Prince of Moon 5. Das Spiel wollen wir gerne selbst veröffentlichen. Wir hätten dafür gerne 3 Wochen Zeit. Wir verlangen dafür 39 mit einer Schwarz-Weiß-Anleitung. Und zweimal unsere Konsole. Okay. Und wir haben 85% Bewertung und es sind jede Menge Bugs drin. Die hier Bugs rausmachen und die hier einen Sprachpatch entwickeln für alle Sprachen. Und die Presse, die soll mal die Automation beenden. Weil irgendwer muss die dann auch pressen. So, Spiel produzieren, das hier. Wir machen mal 250.000 davon. So, Entwicklung unterstützen, die hier unten. Dass das ein wenig schneller geht. So, die können mal eine Marketingkampagne aufziehen für dieses Spiel. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal damit an, weil wir haben da 0 Marketingwert und die entwickeln so schnell, dass wir da schon die 25 auswählen können direkt. Und die hier, die können noch mal eine Marketingkampagne für unsere Konsole machen. Müsste eigentlich mit einer Werbeschaltung im Fernsehen erledigt sein, dass wir hier wieder bei 100% sind. So, kriegen sie die Sprachen noch hin, bis das Spiel released wird? Die sind extrem langsam, was die Sprachen angeht, irgendwie. Wir haben noch gerade überall Kranke. Frag mich mal einer, warum. Wahrscheinlich habe ich keine Erste-Hilfe-Kästen aufgehangen oder so.
So, wir sind wieder das beste Studio und haben wieder das Spiel des Jahres auf den Markt gebracht. Mit dem hier. Wichtig ist, solange wir hier... wie heißt das schön? Solange wir hier Abonnenten haben, sollten wir das Spiel auch weiter pflegen. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir dafür noch ein Add-on rausbringen sollen. Man weiß ja nie, für was es gut ist. So, die sollen mal Spieleberichte erstellen, falls wir noch Spieleberichte erstellen müssen. Sieht wohl ganz danach aus. So, das nächste Spiel, das soll die Tochterfirma veröffentlichen. Das hat nämlich nur 3 Sterne. Unter 4 Sterne mache ich nichts. Das ist der Aufwand gegenüber dem Gewinn. Zu hoch. So, wir müssen 12,57 Millionen damit verdienen. Und das sollte doch zu machen sein. So, wir entwickeln für das Spiel mal ein ganz normales Update. Was dann hoffentlich die Abverkäufe noch mal ein bisschen anspornt. So, wir haben schon wieder 318 Millionen zusammen. Es ist so ein ganz klein wenig, weiß nicht, wie ich sagen soll. Also das war auch beim letzten Mal falsch verstanden, habe ich gesagt. Irgendwie habe ich nicht mehr so einen Bock. Das ist so nicht zu verstehen, wie ich habe keinen Bock mehr aufs Spiel. Das ist eher so zu verstehen, wie ich habe gerade so gar keine Ahnung, was ich hier noch machen könnte, außer halt Kohle zu verdienen, um die nächste Firma zu kaufen. Irgendwie sind wir durch, irgendwie haben wir alles gemacht. Aua! Nicht ins Mikro boxen. Geh weg da. Ich will hier hin. Da gibt es auch nichts Neues. Jetzt haben wir natürlich 2 Patches beim... Das war taktisch unklug. Das macht's teuer und hilft nicht wirklich. Müssen wir jetzt hier im Prinzip auch machen. Weil das erfolgreichere Spiel ist und das müssen wir auch nochmal pushen. So, dann gucken wir mal, was wir noch für die hier tun können. Und da gucken wir nochmal, was wir für die anderen 2 Sachen tun können, die ja eigentlich ganz gut laufen. So, und dann machen wir das Ganze auch nochmal hier für dieses Lordzilla. Da sind wir nämlich auch noch bei 80%. Und da können wir nochmal gucken, dass wir da vielleicht so auf 50% kommen. Das Problem ist, hier mit Geld zu verdienen, ist nicht so leicht. Es ist halt, es ist kein Spiel von uns. Es ist wahrscheinlich auch mit wenig Features gemacht und vermutlich butter ich viel zu viel Kohle in das Marketing und die Entwicklung und hau mich blau, um da was aufzubauen, was nicht aufzubauen wäre. Wahrscheinlich wäre der Titel schon im Plus.
Wenn wir schlicht und ergreifend hätten einfach laufen lassen. Ohne großartig Tohuwabohu drumherum zu machen. So, die beiden haben wir nochmal richtig gepusht. Da kommt nochmal was zusammen. Wir haben über 2 Millionen aktive Spieler. Hier bin ich auch am Überlegen. Nochmal richtig in die Vollen zu gehen. Mal gucken, ob wir aus dem Null-Abverkaufstitel mit 1,74 Millionen Abonnenten über die Werbung nochmal was hinkriegen, dass Abos zunehmen oder sich sogar nochmal was verkauft. Das wäre mal interessant zu wissen. Und ansonsten versuchen wir einfach nur noch Kohle zu machen. Und das finde ich halt ein bisschen öde. Also nicht, das Spiel geht mir auf den Nerv oder so, ich will es nicht mehr spielen, sondern ich weiß halt einfach nicht mehr. Ich habe euch auch aufgefordert, ihr sollt mir schreiben, was ich noch tun könnte. Erstmal grinden wir jetzt Kohle und dann müssen wir halt echt mal gucken, was wir dann noch tun könnten, weil irgendwie ist ein bisschen so, also nicht die Lust ist weg, sondern die Luft ist raus. Wir sind einfach zu erfolgreich. Wir haben ja sozusagen Narrenfreiheit. Wir sind too big to fail oder so. Keine Ahnung, wie ich es anders ausdrücken soll. Weil wir können es uns leisten, so eine Produktionsanlage nur für Aufträge bereitzustellen und ein ganzes Entwicklerteam mit 11 Entwicklern nutzlos in der Ecke sitzen zu lassen. Und trotzdem machen wir Plus. Das ist irgendwie schon... Auf was hätte ich mal Lust? Komm, wir machen mal ein Sportspiel. Wir haben doch jetzt schon so lang... Sportlizenzen hier rumfliegen. Machen wir einfach mal ein Sportspiel. Nach dem Motto, irgendwas müssen wir machen, also machen wir mal ein Sportspiel. Da haben wir noch keine Erfahrung drin. Da gibt es noch was zu lernen. So, die sollen mal die Automatisierung beenden. Und hier verdiene ich halt immer noch meine 10 Dollar pro Spieler. Und das sind 1,72 Millionen Spieler. Das heißt, das sind im Monat 17 Millionen Dollar. Würden wir mehr verdienen, wenn wir über In-App-Käufe gehen? Das ist halt die große Frage. So, ist die Engine fertig eigentlich? Nee. Die ist noch mittendrin. Das hier ist das Spiel, was hier oben alles geändert hat. Und das Spiel ist das, was die größten In-App-Verkäufe macht und die meisten Spieler hat. Logik. Oh, und Sportspiel ist gerade nicht hip. Okay, Engine programmieren, alte Engine upgraden. Dann machen wir... einfach mal einen Simulator. Ja, mal schnell die Engine durchroppen vom Profi-Team, dass es schneller geht. Die brauchen ja ewig da hinten. Dass es hier aber auch keine Technik gibt, um die Konsole noch zu verbessern. Dass wir mal vielleicht eine neue Konsole ins Auge fassen könnten oder so. Nee, nix.
Dann ist es so, dann kommt ein Konsole-Teil, dann sage ich, jetzt machen wir eine neue Konsole und dann kommen drei neue Konsole-Teile, während wir die neue Konsole entwickeln wahrscheinlich. So, da ist er, der RAM. Auf den habe ich gewartet. Ja, mehr oder weniger habe ich da drauf gewartet. So, dann machen wir mal ein Spiel. Und zwar, haben wir schon das Sim gemacht? Aufbauspiel? Wir haben noch keine Sim gemacht. Dann entwickeln wir jetzt ein neues Spiel. Als Free-to-Play. Höchstes Dingens der Gefühle für Erwachsene. Thema wählen. Ja, das ist jetzt die große Frage. Flugzeuge. Hubschrauber. Simulation, Untergenre, wissen wir nicht. Engine, die Sim-Engine, die Lizenz wählen. Haben wir irgendwie eine Lizenz? Nicht wirklich. Gibt es hier irgendwas, was mit Fliegen zu tun hat? Mit Flugzeugen und so? Global Mind Games. Nö. Gut, dann ohne Lizenz. Und das Ganze nennen wir Flug Simulator 2011. Weil ich nicht weiß, wie lange die Entwicklung dauert. So, dann wollen wir das machen für PC und für das und für das und für das. Und meine Konsole lasse ich außen vor. Die lassen wir leer laufen, auslaufen, fertig laufen. Ich habe ganz im Ernst, Konsolen kosten Schweinegeld, sie machen keinen Gewinn, wir lassen es bleiben. Wir unterstützen die gängigen Konsolen und verdienen an den Spielen. Da haben wir mehr von. Verdienen wir schneller Geld, glaube ich. So, wir haben null Ahnung, deshalb lassen wir alles in der Mitte. Das muss die Analyse bringen. So, let's go. Ach, wir aktivieren einfach alles. So, und da bin ich Microsoft sehr dankbar, dass sie wenigstens kein Free-to-Play-Flugsimulator gemacht haben. Wobei, im Prinzip ist es ja ein Free-to-Play-Flugsimulator, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wenn ihr nämlich den Game Pass habt, dann kriegt ihr den Flugsimulator ja relativ günstig. So. Und dann könnt ihr da drin Flugzeuge, Szenarien und Krams kaufen. Was ja sowas ähnliches ist wie das, was wir bei Free-to-Plays anbieten. Sehe ich korrekt, oder? Also hat der Flugsimulator von Microsoft ja doch schon so ein bisschen Free-to-Play-Charakter. Zwar nicht so wie ein richtiges Free-to-Play, aber halt so ein Charakter. Also ich weiß nicht, ob ihr das versteht, was ich meine. Drückt mich da ein bisschen ungewählt aus. Moment. Na, ich glaube, wir machen keine neue Konsole. Wir lassen das Ding jetzt wirklich runterlaufen. Also bis es nicht mehr verkauft, bis kein Hype mehr da ist, bis es einfach fertig ist. Und ich glaube, da machen wir auch keine neuen Konsolen mehr. Es ist sehr finanziell aufwendig. Es bringt so gut wie keinen Ertrag.
keinen blassen Dunst, dass es irgendeinen Sinn ergeben wird, nochmal eine Konsole zu machen. Ich mache mir dazu bis in die nächste Folge nochmal Gedanken, ob wir nochmal eine Konsole machen oder nicht. Ich würde sagen, als erst wäre es mal interessant, Studios zu kaufen jetzt. Das ist nämlich auch der Nachteil von dem Ding. Das ist nur für unsere Konsole. Das heißt, diese 4000 sind Leute hiervon. Und deshalb macht das Spiel keinen Gewinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Wir gehen bei den Entwicklern rein, die uns gehören. Aktienanteil. Und stellen das um, dass die Spiele nur für eigene Konsole entwickeln, machen wir weg. Es macht keinen Sinn. Wir verlieren durch die eigene Konsole so viel Geld. Ja, weil die Spiele kommen nur für unsere Konsole, verkaufen sich entsprechend total bescheiden. Weil die keiner mehr haben will oder keiner mehr hat oder keiner mehr nutzt. Und dann verkaufst du das Spiel auch nicht mehr gut und dann alle Bemühungen, die du machst, laufen ins Nichts, laufen in die Pleite. So, wir entwickeln einen Flugsimulator. Der hier kann eigentlich mal die Koordinierung abbrechen und kann mal neu koordinieren. Und zwar die Entwickler da hinten, dass die 35% schneller arbeiten. Dass es mal schneller fertig wird. So, der steht bei 10, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wir keulen da jetzt richtig rein. So. Haben wir es bei 100 Hype? Ich glaube, wir haben es bei 100 Hype, den Flugsimulator. Wir haben gleich 400 Millionen wieder auf dem Konto. Das ist wieder eine gute Summe, mit der man arbeiten kann. Das Problem ist, wir brauchen mehr. Wie immer eben, ne? Wir brauchen mehr. So, aber ich habe vorhin schon gesagt, dass mir die Zeit wegrennt. Ich habe versucht, noch eine kurze Aufnahme hinzukriegen. Die ist mir hiermit gelungen. Wir haben zumindest die 20 Minuten geknackt. Macht mich ganz stolz. Deshalb verabschiede ich mich hier an der Stelle erstmal. Sag danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.